Herzlich willkommen zum Adventskalender 2018. Es wird 24 kleine Videos für 24 Türchen geben. Ich werde alle möglichen Sachen rund um Schach vorstellen, wie Studien und Aufgaben. Und zum ersten Türchen habe ich mir gedacht, möchte ich euch das schnellste Part im Schach vorstellen. Es beginnt mit dem Zug erstens E3, A5, Dame H5, Turm nach A6 und nun Dame steht nach A5. Wir machen hier natürlich auf gar keinen Fall die besten Züge, denn wir versuchen hier das schnellste Patt im Schach zu konstruieren. Von daher ist Dame schlägt A5 natürlich auf gar keinen Fall ein guter Zug, die könnte natürlich einfach ausgeschlagen werden. Aber da ja hier der Versuch vorgenommen wird, das schnellste Patt zu konstruieren, wird die Dame logischerweise nicht geschlagen, sondern H5 gespielt. Dame schlägt C7, Turm A nach H6, hier sehen wir schon den ersten Grundgedanken. Der ist nämlich, dass der Schwarze versucht, so viele Figuren wie möglich auf den Königsflügel zu bringen und die restlichen Figuren loszuwerden. F6, Dame schlägt D7, König nach F7, Dame schlägt B7, Dame nach D3, Dame schlägt B8. Jetzt ein relativ cooler Zug, wie ich finde, Dame nach H7, grenzt die schwarzen Möglichkeiten ein. Dame schlägt C8, König nach G6 und nun könnt ihr das Video kurz pausieren und gucken, ob ihr den Zug findet, der hier das schnellste Patt im Schach vollendet. Der schnellste Zug ist hier Dame nach E6 und Patt. Als kleines Extra möchte ich noch eine Partie zeigen, wo Elisabeth Petz die weißen Steine hatte. Wir haben hier mit erstens D4, A5, Dame nach D2, E5 und das hier wird natürlich auch ein Patt thematisch. Allerdings nicht das schnellste, sondern das, wo noch alle Figuren auf dem Brett sind. Sehr, sehr interessant. Hier F3, nun kann der Turm nicht mehr ziehen. Und F4. Und wir haben einen Patt auf dem Brett mit allen Figuren. Wenn ihr mögt und einen sehr, sehr guten Freund habt, dem ihr vertraut, könnte man das ja auch mal machen, wenn man weiß, wenn man im Turnier gegeneinander gepaart wird und weiß, dass man sowieso nicht auskämpfen wird und Remis schieben wird, dann kann man ja auch mal das Patt hier nachspielen. Allerdings müsst ihr dabei bedenken, dass es wahrscheinlich den anderen Schachspielern nicht so dolle gefallen wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Damit ihr alle anderen Adventskalender-Videos auch mitbekommt, abonniert doch gerne den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Türchen. Bis dahin.